Die Lage der Natur in Deutschland ist leider sehr schlecht, das kann man nicht anders sagen. Nur ein Fünftel der Arten geht es tatsächlich gut. Mehr als ein Drittel ist in einem schlechten Zustand. Bei den Lebensräumen ist es sogar noch dramatischer. Da ist ungefähr die Hälfte, wird vom Bundesamt für Naturschutz als schlecht bewertet. Besondere Sorgen bereiten mir zum Beispiel die Feuchtlebensräume, also Flüsse, Bäche, Moore, Quellen. Das sind sehr vielfältige Lebensräume mit einer hohen Artenvielfalt, die gleichzeitig auch wichtig sind für die Abmilderung der Folgen des Klimawandels. Und diese Lebensräume werden vom Bundesamt für Naturschutz alle als schlecht eingestuft. Die gute Nachricht ist die, dass da, wo man konkrete Maßnahmen ergreift, da funktioniert es auch. Die Entwicklung von Schwarzstorchpopulationen, von der Wildkatze, vom Fischotter zeigen, da wo man sich bemüht, wo es konkrete Maßnahmen gibt, die regional greifen, da zeigen sich Erfolge. Und der Naturschutz kann etwas erreichen, die Rahmenbedingungen müssen nur stimmen. Und die Herausforderung ist es eben auch auf eine nationale Skala das Ganze zu bringen und nicht nur an einzelnen Orten kleine Dinge zu machen, sondern dass wir im Großen auch insgesamt konkreter werden und mehr erreichen können.